Gleich fängt mein nächster Unterricht an. Aber zwischendurch bringe ich euch ein schönes Thema, und zwar das Kniegelenk. In der letzten Zeit ist die Anzahl von den Knieoperationen rasant gestiegen. Und in vielen von diesen Fällen hätte eine Operation vermieden werden können und eigentlich müssen. Und oft bringen diese Operationen auch nicht das erwünschte Resultat, was sich der Patient oder der Arzt erwünscht haben. Warum? Die Erklärung ist ganz einfach. Wenn ich bis dato mit meinem eigenen natürlichen Kniegelenk nicht zurechtgekommen bin, dann werde ich nachhaltig auch mit einem künstlichen Gelenk nicht zurechtkommen. Das ist, als ob ich unbewusst Auto fahren würde, immer abgelenkt, einen Fehler machen würde, ohne es zu wissen, und das Auto jedes Mal kaputt machen würde. Und als Lösung kaufe ich mir immer ein neues Auto, ohne mein Verhalten zu verändern. So ähnlich funktioniert es mit dem Knie. Diese Schmerzen am Knie können entstehen wegen einer Reizung an der Sehne, einer Muskelverhärtung in dieser Region oder einer Knorpelschädigung zum Beispiel. Sehr oft ist es so, dass das Knie sich unstabil anfühlt. Man hat das Gefühl, dieses Knie könnte jederzeit wegknicken. Manchmal schwillt auch das Knie und bei der Bewegung schmerzt, also beim Strecken und beim Beugen. Und manchmal ist die Ursache vom Schmerz auch die Arthrose selbst, wenn der Kontakt von beiden Knochen sehr präsent ist und reibt. Da sind auch Schmerzrezeptoren durch die Faszien und die Muskeln, und das empfinden wir eben oder spüren wir eine Form von Schmerzen. Lass uns einfach schauen, wie dieses Kniegelenk aussieht. Ich bringe das Skelett in der Mitte und ich bringe die Kamera auch ein bisschen näher zu mir. Hier haben wir das Knochenmodell von diesem Kniegelenk erstmal. Oben drüber haben wir den Oberschenkelknochen, unten den Unterschenkelknochen, und dazwischen, der Spalt zwischen Oberschenkel und Unterschenkelknochen, ist unser Kniegelenk. Dieser Spalt soll von Seite zu Seite gleich offen sein, damit er gesund bleibt. Also mechanisch gesehen ist dieses Gelenk ein Scharniergelenk, und er kann gut gleiten und funktionieren, wenn da keine zusätzliche Druckkräfte entstehen. Aber schauen wir uns weiter die Strukturen drumherum. Oben drüber sehen wir diese Scheibe, die Kniescheibe. Und diese Kniescheibe ist eingebettet in einem Faszienbett sozusagen. Hinten, vorne und überall. Und oben drüber ist diese Faszie in Form von Bindegewebe oder Sehne, die Sehne von dem Quadrizeps, also von dem Oberschenkelmuskel. Und diese Sehne geht bis zu Unterschenkel, unten drunter. Dann haben wir zwischen den Spalt auch die Bänder, die Seitenbänder und die Kreuzbänder, Kreuzbandbänder, die erlauben dem Knie eine Stabilität und eine Flexibilität auch zu geben. Wir haben den Meniskus und den Knorpel. Und dieser Knorpel ernährt sich mit einer Flüssigkeit namens Synovialflüssigkeit. Wir haben auch drumherum die Muskeln und, wie gesagt, die Faszien. Ist dieses Kniegelenk gleich offen von Seite zu Seite ohne unnötige Druckkräfte, dann kann der Unterschenkel und der Oberschenkel, vor allem der Unterschenkel, gut gleiten und rollen. Hier hinten ist auch Bewegungsmöglichkeit, deswegen ist dieser Teil, ich drehe es, damit ihr es seht, oder man sieht es schon so, dieser Teil von Oberschenkel so glatt und rund, so wie zwei Räder fast, die nicht bewegt werden können, aber erlauben unserem Unterschenkelknochen schön zu gleiten nach oben. Das Kniegelenk will bewegt werden, damit die Durchblutung und diese Synovialflüssigkeit und damit die Faszien aktiv bleiben. So bleibt unser Knie auch gesund. Nur diese Bewegung, diese Beweglichkeit sollte gelenkspezifisch sein. Das erkläre ich auch gleich, was meine ich mit gelenkspezifisch. Oft ist es so, wenn man ein Knieproblem hat, tendiert man diese
Außenhülle zu trainieren. Das heißt, man dehnt entweder wie bekloppt der Muskel drumherum oder man kräftigt ihn wie bekloppt, um eine Lösung zu finden zu diesem Knieproblem. Kurzfristig kann tatsächlich eine Erleichterung bringen. Langfristig wird es aber keine Lösung sein, wenn ich nicht das Verhalten von diesem Kniegelenk neu lerne. Also wenn ich die ganze Zeit schon einen Druck drinnen habe oder eine Druckkraft, die nicht dazu gehört und ich mit dieser Druckkraft trainiere, dann wird langfristig auch irgendwann mal dieses Knie sich wieder melden oder ein anderer Teil des Körpers. Ich erkläre warum. Also wenn wir zum Beispiel diese Spalt uns ansehen, es ist ein Unterschied, ob ich ihn so bewege mit dieser Öffnung und nur so oder ob ich schon einen Druck habe, zum Beispiel auf die Innenseite und das Knie so bewege und trainiere. Selbst wenn ich die Muskulatur und die Faszien oder die Muskeln vor allem kräftige und dehne, wird diese Druckkraft da bleiben. Und nicht nur bleiben, sondern ich verhärte sie noch. Also ich akzentuiere sie, indem ich die Muskulatur drumherum spezialisiere für diese Druckkraft. Diese Ungleichgewichte können schon anfangen oder die Ursache an dem Fuß sein. Wenn ich hoffe, ihr seht es, wenn ich schon bei dem Tritt auf dem Boden schon einen Knickfuß habe, zum Beispiel, dass die Ferse sich nach außen verschiebt oder zieht, so drückt, dann oben drüber wird auch der Unterschenkel reagieren, zum Beispiel mit einer Kippung, und da habe ich auch schon einen Druck und hier oben schon ein Ungleichgewicht. Das heißt, hier beginnt eine Kippung des Füßes, der Unterschenkel reagiert mechanisch und der Oberschenkel muss auch das ausbaden. Das heißt, das Knie ist nicht mehr in seiner natürlichen Öffnung. Und das müssen Muskeln, Faszien, auch Bänder, Gelenkflüssigkeit ausbaden. Im Übrigen, gell, wenn ich das mache, dann hat natürlich das auch Folgen bis zum Hüftgelenk und am Kreuzbeingelenk und weiter nach oben. Deswegen kann sein, dass ich oben eine Verhärtung von Muskulatur habe, die eigentlich die Ursache hier unten zu suchen ist oder umgekehrt. Das ist ja das Faszinierende von unserem Körper. Wenn ich also mit meinem Knie arbeiten möchte und ihm wieder unterstützen möchte, sollte die Reihenfolge immer diese sein. Erstmal die Mechanik der Knochen, also erstmal die Knochen verstehen, lernen, spüren lernen, damit ich diese Spalt wieder unterstütze in die Gleichmäßigkeit. Das heißt, ich muss schauen, wie die Füße ausgerichtet sind, wie mein Sprunggelenk, wie das Fußgelenk, wie das Kniegelenk und vor allem wie die Beckenknochen. Die sind auch ultra wichtig bei dieser Geschichte. Sobald ich diese Koordination von den Knochen habe und eigentlich von der gesamten Körperhaltung, dann kommen die Faszien und die Innenmuskeln und dann die Außenmuskeln. Also alles in einem bilden ein Teamwork, aber nur in dieser Reihenfolge. Wenn ich von außen anfange mit den Muskeln, von den Quadrizeps oder Dehnen oder Zerren hier, dann komme ich nicht in diesem Zugang zu dieser gelenkspezifische mechanische Struktur vom Knie. Deswegen lohnt es sich immer die Reihenfolge zu wechseln und von innen immer anzufangen. Und dann kommt ein wichtiger Punkt, genau diese Aufräumeaktion in die Bewegung integrieren. Denn wie ich gesagt habe, ein Kniegelenk möchte bewegt und mobilisiert werden. Das ist ganz, ganz wichtig und zwar so vielfältig, wie es nur geht. Aber ebenso mit dieser unterstützten mechanischen Bewegung des Gelenks. Ich möchte euch in diesem Prozess begleiten, deswegen habe ich daraus ein Postura-Paket gemacht. Was ein Postura-Paket ist, könnt ihr unten in der Videobeschreibung schauen oder lesen. Und dafür habe ich eine Menge Übungen für euch vorbereitet. Ich hoffe, ich könnte euch weiterhelfen und neue Ideen geben. Und ich mache mich schon auf dem Weg, denn die ersten sind schon da. Tschüss, ihr Lieben, wir sehen uns.